Hallo und herzlich willkommen zurück zu Absalom, The End of Gods. Ja, da liegt der gute alte Henrik Anderson, der leider ein bisschen tot ist. Aber wir können jetzt seine Stimme hören durch einen Seelenstein. Und wir müssen jetzt Youngraper wiederfinden. Ist schon das lustig, wie der das ausspricht. Um Loki in den Arsch zu treten, das ist zumindest der Plan. Gucken wir mal, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt suchen soll. Sammle Youngraper ein. Ja, wo? Oh, da habe ich eine Idee. Ich meine, der wurde uns ja abgerissen. Vielleicht wurde der einfach liegen gelassen. Ohne, vielleicht hat Loki da keine Verwendung für gesehen und den einfach da liegen gelassen, wo er war. Ja, und was mache ich dann? Ich meine, im Reich der Toten hatte ich wieder beide Arme. Habe ich die hier auch? Da liegt er! Da liegt's! Und da ist mein toter Körper. Okay, das ist schon ein bisschen weird. Now, go to the room across from where I died. It has a surgical drone that can restore you. Ja. Da häng ich. Zerrissen. Blutig. Und tot. Oh nein, und der arme Wolf. Der hat mir geholfen. Am Anfang hatte ich Angst vor dem. Aber jetzt hat er sich als guter Freund entpuppt und schon muss er sterben. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Aber jetzt wissen wir auch, wer uns da am Anfang repariert hat. Es war ja dann Loki. Ich meine, Loki hat ja immerhin die Kontrolle über die Maschinen übernommen und mit den Maschinen über uns reden können. Das bedeutet, der muss uns ja auch repariert haben. So, an den Ort gegenüber, wo er gestorben ist. Es müsste da sein, wo der Seelenstein war. Ich speichere jetzt nochmal, weil ich weiß halt nicht, was da passiert. Und ich will nicht zu viel nochmal neu machen. So. Hier geht's zu Dr. Anderson. Da. Und jetzt gehen wir gegenüber von da. Gegenüber von da. Das ist die beste Ortsansage, die es gibt. Und da muss ich jetzt rein. Und einfach mal gucken, was passiert. Es wird schon passen. Accomplish this, there are a lot of questions to answer. Questions about me. When Loki had you made, he had something in mind. A great purpose. Now I suspect we can find out more in Helheim. So I need you to find another route back there, and... Helheim, stop ordering me around. If you know so much about me, then just tell me. I need to know. When Loki cut my body in half, in his indulgence of my torture, he spoke of his daughter. Her name was Hel, and she died long ago. The things he said makes me think that the artifact tissue used for your creation was from Hel herself. Loki wanted his daughter back. Yes, so he made you. Right now, nothing in Midgard has the power to stand up against Loki. So our best chance is starting at your roots and search from there. Since the Absalom is out of control and the roots of Yggdrasil are spreading, there should be one leading to Helheim.
Have you seen any route that could lead us there? I did see one. In the west wing. A freight elevator. It can take us to a place with a route I used to get out of Helheim. And now we're willfully going to the world of the dead. This is crazy. Ja. Okay, was soll man... Hallo, ich würde gern rausgehen, danke. Ja, was soll man da noch zu sagen? Gehen wir nach Helheim. Oh, war das vorher schon da? Okay. Und ich dachte, das Spiel wäre fast vorbei. Da scheint es jetzt erst richtig loszugehen. So, aber Henrik, da kannst du mal gucken, wie du verkackt hast. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ah, doch, natürlich weiß ich das noch. Ich muss mich nur orientieren, wenn ich da bin. Das war von hier aus. Richtig? I can't believe this. The keys open the Absalom. The roots are going to start spreading faster. We better hurry. Hast du dazu auch was zu sagen, mein Freund? Nein. Gut. Das ist auch geklärt. Ah, muss ich da unten hin? Ah, ich muss da unten hin. Ja, ich erinnere mich. Ja. Da bin ich richtig. Heißt es, ich muss mit dem Lastenaufzug jetzt wieder runterfahren? Mich wieder mit irgendwelchen Spinnen rumschlagen? Schauen wir mal. Aber jetzt könnte ich die Spinnen töten, aber die Wand, den konnte man so einfach ausweichen. Da sehe ich aktuell keinen sinnvollen Grund da drin, jetzt meine Macht zu verschwenden. It's really strange. My senses are twisted. I can see all around with no eyes. I guess clearly with no throat. Jetzt geh halt auf, danke. So, und da sind wir wieder. So, mal gucken, wie der Weg nach Helheim sein wird und ob wir uns in Helheim nochmal so einfach fortbewegen können. Vielleicht fährt er ja runter schneller als hoch. Aha, ich wusste doch, dass hier noch Sachen zum Einsammeln sind. Dass mich die Spinnen davor abhalten wollten. Davon abhalten wollten. Ja. Each of the humans that died was cursed with a demon inside to atone for their sins. Na, jetzt wissen wir zumindest, was uns da auf den Sack geht. Naja, gut, aber aktuell fühle ich mich hier schon relativ sicher, muss ich sagen. Das sieht so abgefahren aus. Oh, die geben sich ein Küsschen. Seht ihr, sogar in der Hölle und bei Dämonen gibt es Liebeleien, aber die kommen mir gerade ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Aber scheinbar
Das sind Hüter? Die haben mich einfach so gehen lassen. Oh, da hinten ist noch einer. Werden das mehr oder sind die einfach nur so aufgeteilt? Dann ist stark in meine Richtung. Aber wir haben es doch schon wieder gepackt. Na los, Tür, geh auf. Geh auf. Und tschüss. Ich bin raus für heute. Tschüss. Hört sofort auf, mich zu verfolgen. Ich soll aufhören, mich zu verfolgen. Ich hätte ja gerne nochmal gespeichert. Soll ich schon mal zurückgehen? Ja, da kann... Also... Oh Gott, jetzt läuft das Vieh so langsam weg. Hi! Kann ich unbemerkt an dem vorbei? Ich frag für einen Freund. Na gut. Da kann ich hier auch die restlichen Türen aufmachen. Naja gut, die vielleicht nicht. Spring halt da drüber, Mensch. So. Und auf die andere Seite gehe ich auch nochmal. Oh nein, das war wohl der falsche Weg. Okay, ist doch alles easy hier. Na, da drüben kann ich glaube ich auch nichts mehr machen. Kann ich jetzt über die Kisten, die Container darüber springen? Eben habe ich schon gedacht, ich kann ganz da hoch. Oh ja, das geht sogar. Verkürze den Weg deutlich. Ja, du kannst mal da liegen bleiben. Du auch. Ja, hier gibt es nichts zu bewachen. Und zurück. So. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas, weil ich nicht weiß, inwieweit mich die Spinnen noch verfolgen. Und wieder zurück nach Helheim. Weil es so schön war, gehen wir einfach nochmal hin. So, da sind wir. Ach. Those pillars on the other side. Not sure, but I think you can activate them with a shot from Jangreper. Was? Von hier aus, oder was? Nee, bestimmt von vorne. Bestimmt von vorn. Was wären jetzt gewesen, wenn ich die ganzen Spinnen getötet hätte? Und einfach keine Energie mehr in Jangreper gehabt hätte? The energy signature of that shrine is very similar to Atrium. I think you can charge the Jangreper with it. Ah. Okay, dann wäre das auch geklärt. Das heißt, ich habe unendlich viele Versuche. Wenn ich es jetzt zerkacken sollte. Ah. Warum konnte ich sowas nicht schon früher? Hätte mir in manchen Stellen deutlich weitergeholfen. Okay, war jetzt nicht so schwer. Aber was erwartet uns hier jetzt noch? Hoch kann ich, ne? Aha, ich sehe dich ganz genau, Kumpel. Und dich auch.
Ah, ich habe ja wieder Licht. Oh nein. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Und tschüss. Auf Wiedersehen. War schön mit euch. Ich verschwinde jetzt zur nächsten Spinne. Okay, aber die habe ich schon mal abgehängt. Okay. Wenn der von rechts kommt, gehe ich einfach links rum. Scheint mir ein einfaches Prinzip zu sein. Oha. So, Dr. Anderson. Ist hierzu irgendwas Interessantes zu sagen? The order. It's exactly as in the books. The temple of the goddess Hel. What did the books say? Odin's heart filled with rage as his son drew his last breath. To bring him back from darkness, he paid his way with death. The gate will remain locked until the one demanding passage can prove themselves. It's unlocked with sacrifices. Sacrifices? What type of sacrifices? The keepers of Helheim. Slaying 9 in the chosen hunting grounds close to the temple. Also 9 von diesen Spinnen töten. Kriegen wir hin. Gar kein Problem. Nur wo genau? Um das Tor einfach nur töten. Ich laufe einfach mal. Ich könnte auch zurücklaufen, auch wenn ich denke, dass es hier schon bestimmte vorgegebene Wege und Gegner gibt. Aber die Hüter von Helheim sind doch die Spinnen, oder? Verstehe ich da was falsch? Oh nein. Das war einer. Keine Ahnung, ob der jetzt gezählt hat. Zwei, drei. Drei. Okay, scheinen irgendwas richtig zu machen. Das war frech. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich hier wieder zurückkomme, ne? Mal gleich wieder voll. Und nochmal Sicht aufladen. Na, das zieht es ein bisschen. Das war jetzt so fünfte, oder? Keine Ahnung, egal. Alles, was ich hier mache, zählt. Hallo? Das sind zwei.
Da höre ich aber noch mehr. Aber theoretisch, wenn ich mich halt verzählt habe, brauche ich schon noch zwei. Oh, nur noch ein. Ach, die sind kein Problem. Ich habe mich schon ein bisschen öfter mit denen rumgeschlagen. Ja, aber wie komme ich jetzt zum Tor zurück? Ich werde halt niemals den Weg finden, ne? Oder muss ich vielleicht dem Feuer nach? Boah, wie ich einfach keine Ahnung habe, ne? So, da werden meine Labyrinth-Skills wieder abgefragt. Ich glaube, irgendwo von hier bin ich gekommen. Ja, hier war ich schon mal. Hallo? Komme ich hier zum Tor? Ich bin doch im Kreis ge- Oh, ein Sammelstück. Hm? Da wollte ich natürlich hin. Ja, hier durch die Wurzeln. Bin ich doch gelaufen, oder? Ja, da geht's wieder raus. Ich hab jetzt gedacht, dass ich hier bis in alle Ewigkeit durch diese scheiß Höhle laufen muss. Aber das wird schon so passen. Was brennt da hinten für ein komischer Schatten? Nein, 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 du sollst aufgehen, Arschloch. Ich glaube, das ist einfach nur, dass ich nicht zurück kann. Dann treten wir mal ein in die gute Stube. Ach ja, und ihr seid auch auserwählt, oder warum seid ihr hier? Habt ihr etwa auch 9 von diesen Wächtern getötet? Ihr seht mir ja nicht so aus. Oh, und ich kann wieder nicht zurück. Und das Ding sieht mir ganz danach aus wie die Absolof-Schlüsseltafel. Aber als erstes speichere ich mal. Wow. Ich muss wahrscheinlich da runter, aber ich will noch gucken, was da drüben ist. Aber wahrscheinlich einfach nur... Hätte ich irgendwo zwischen links und rechts wählen können? Offensichtlich schon, ja. Okay, dann gehen wir mal da runter. Where her journey ended. Daughter of Loki, ruler of Helheim. Destroyed by the gods as vengeance for the death of Odin's son. Did she really deserve this? Maybe not. Look, beside the throne, the light. Ja, da gehe ich gleich hin. Ich lasse mal gucken, was hier noch ist. Aha, habe ich es doch gewusst.
Und auf der anderen Seite. Da haben wir nichts. Okay, gucken wir uns das Licht mal an. The essence of hell inside. You're half god, whose power has been returned to you. The power to draw strength from death. The spirits, draw power from them. Destroy the lock holding us in this room, and let's get back to Midgard and end the road. Ah, und an denen kann ich das Ding... Ah, verdammt. Ich hätte die ganzen Nachladedinger gar nicht benutzen müssen. Wir sind ein Halbgott. Wir sind ein Halbgott. Verfluchter Mist. Wie geil ist das denn? Wir können jetzt machen, was wir wollen. Aber was müssen wir machen? Wir haben natürlich irgendwelche Pflichten und müssen Loki besiegen. Und wie wir das machen, das sehen wir in der nächsten, vielleicht letzten Folge. Ich weiß, ich habe schon mal gesagt, aber... Diesmal fühlt es sich doch eher danach an. Das war schon sehr episch, was da eben passiert ist. Und ja, ob das die letzte Folge wird, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr wieder dabei seid, ich hoffe es ja. Aber für heute ist erstmal Schluss. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Absolof sehen wollt. Oder guckt auf meinem Kanal vorbei und guckt mal, was ich da sonst noch für euch zu bieten habe. Und schreibt mal eure Meinung zu dieser Folge und zu dem Spiel in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Absolof. End of Gods. Haut rein.